So, die Züge fahren. Drei Züge machen hier den Transport, den Sondertransport für den Bonus. Wir wollen jetzt hier aber um Stettin kämpfen. Wir haben jetzt hier alles doppelgleisig gemacht bei Rostock, bei Kiel und bei Bremen. Wir brauchen einen neuen Zug, der zwischen Rostock und Stettin immer hin und her pendelt. Das muss das Ziel sein. Den kaufe ich auch als erstes. Denn danach, wenn wir den gekauft haben, haben wir das Problem, wir kriegen hier keinen. Die Brücke wird ja wieder sehr teuer, die wir hier bauen. Das hier in Hannover. Das klappt soweit. Das wäre Peter 2,5. Ist auf dem Rückweg. Sieht aber gut aus. So, der hier ist gut leer. Antwerpen. Antwerpen hat. Aber die haben doch ein Postamt, oder? Ja, haben sie. Müsste doch irgendwann mal müssen die Passagiere doch mal ankommen hier. Da fährt unsere Lok. Okay. Jetzt vielleicht wird es spannend. 1 Million. Krass. Geht bergauf. Aktie explodiert. 12%. So, wir wollen einen neuen Zug. Natürlich die V200. So, der pendelt mit zwei Waggons nach Stettin. Das wird so ein Express-Ding. Danke. So, also Kiel, Rostock, einmal Post, einmal Passagier. Ach, das ist Quatsch, ne? Muss ja. Das können wir jetzt mal so einstellen und dann wird das gleich ersetzt. Der kann ja schon mal, wenn er gleich in Rostock ist, dann bauen wir den Anschluss. Da müssen wir darauf warten, dass der hier in Rostock ankommt. Oder auf dem Weg da ist. Erstmal brauchen wir noch ein bisschen, bis er da erscheint. So, hier, das wollte ich jetzt mal kurz checken. Ja, das passt genau. Damit der Wolle noch was machen können. Das wäre auch nochmal ganz spannend. So, die Wolle muss nämlich nach die Textilfabrik, das ist auch sowas Weißes. Also haben wir irgendwo Textilfabriken? Hier nicht. Utrecht hat zwar ein paar Weinkellereien, das hat teilweise. Amsterdam hat das nicht. So, jetzt. Jetzt machen wir mal langsam hier. Spielgeschwindigkeit setzen wir auf langsam, nämlich jetzt hier in Stettin reinfahren. Moment, stopp, wo bist du denn gerade? Ne, du bist noch nicht da. Ich muss mal jetzt, dann können wir hier nochmal suchen. Bin auch schnell. Kiel hat auch nur Personen. Hier Rostock, Weinkellerei. Salpeter kommt an. Stettin interessiert uns eigentlich nicht so sonderlich. Brüssel hat es auch nicht. Antwerpen auch nicht. Wir können gar keine. Hier sind noch zwei Kohlefelder. Wir können hier gar keine. Ach hier. Hier ist eine Textilfabrik. München, Salzburg, das ist uns egal. Da müssen wir den Bahnhof nur erwarten auf drei Felder. Dann hätten wir hier Textil. Wieso ist denn jetzt hier alles voll? Aha, die Passagiere nach Bremen geliefert zum Fußballspiel. Das war vor 2 Jahren. Ist das hier nur
das Gefühl, dass das hier nur einspurig ist. Wir haben jetzt da sehr viel Geld. Wir bauen hier mal ein Signalwerk hin. So, dann ist er jetzt gerade hier losgefahren. Ja, da können wir nichts bauen. So, okay. Jetzt muss hier noch ein Signalstellwerk hin. Weil der jetzt in Kiel losfährt, nach Rostock fährt, ist alles gut. So. Kommt hoffentlich gleich an. Wir warten, da fährt er. 5000, sehr gut. Ost von Utrecht nach Antwerpen, das ist auch ein Automatismus. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Ah, da haben wir schon die Post aufgenommen. Perfekt. Hamburg. Wenn du kurz vor Rostock bist, du Zug, dann greifen wir an. Leipzig ist eine große Stadt hier. Was haben wir hier unten noch? Mag, da ist keiner. Mag gehen können. Ist auch schön da. Lieferprämie 76.000. Wunderbar. Direkt im Konto Kohle von Antwerpen nach Osnabrück. Das interessiert uns nicht. Worauf wartest du hier, dass du hier auf das Gleis kannst? Ah, und ich sag gerade noch. So, du kannst weiterfahren. 887.000, 600.000. Ja, ja, ich weiß. Aktienkurs geht drauf. Wir sind wieder Platz 3. Hm. Stallmeister werden wir. Naja. Naja, naja. Aber so ein Wirtschaftskrieg ist eigentlich Käse. Der kostet mehr, als das er bringt. Aber wir wollen ja hier ein bisschen Dinge ausprobieren. So, wenn er gleich in der Kurve ist, pausieren wir das Spiel. Einfrieren. So. Also, mal gucken, was jetzt passiert. Wir wollen jetzt Stettin. Tarifkrieg erklärt mit Stettin. Die Niederrheinische Transport AG gegen ZDF. Teilträger. So, du fährst jetzt nicht mehr nach Kiel, sondern immer hin und her. So, wir brauchen noch einen zweiten Zug. Hierhin. Typ Platzkarte. Okay. Was verändern wir? Dringend nach Stettin. Post und Passagier. Okay. Die können überlegen, ob wir das da auch hinliefern. Oder ob wir uns noch einen neuen Zug leisten. Neuer Zug. V200. Da müssen wir in Rostock oder in Kiel nochmal ein eine Lokwerkstatt oder eine Reparaturwerkstatt bauen. So, du fährst von
Kiel nach Stettin. Post und Passagier. Post und Passagier. Mal schauen. Spielgeschwindigkeit auch schnell. Wir brauchen in Rostock. Bauen wir eine Reparaturwerkstatt. Brauchen in. Ah, wir müssten vielleicht, fällt mir gerade ein, hier in Osnabrück. Nee. Da müssen wir hier noch so ein Rangier-Ding stellen, Bahnhof. Genau. Brauchen wir für die. Für den Güterverkehr. Damit das noch schneller geht. Rostock ist im Ausbau. Das war falsch. Wir wollen den Bahnhof erweitern mit Postamt. Mit dem Restaurant. Wohl. Und mit einem Hotel. Perfekt. Genau, das ist das, was wir jetzt machen wollten. Was ist denn in Kiel? Haben wir das nicht, ne? Guck mal. Ah doch, da haben wir das auch alles. Sehr gut. In Stettin kann ich das nicht machen, weil das kann ich das hier auch machen. Ne, kann ich nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Der erste Zug kommt an. Müssen wir hier noch irgendwo was dazwischen sehen? Neuer Rekord. So, das ist hier. Ne. Falsche Taste wieder. Das ist der. Wie nennen wir den denn mal? Von Rostock nach Stettin. Das ist die. Mecklenburger. Kämpfer. Kämpfer. Ja, so. Weil der ja dafür sorgen soll, dass wir hier den Kampf gewinnen. So, müssen wir ganz kurz gucken. Hier haben wir ein Signal, das ist schon mal gut. So, ich habe keine Ahnung mehr. Wie das funktioniert. Er bezahlt für alle Frachten. Jetzt wird die Frage, ob wir dann hier statt nach Essen das auch. Aber das ist so weit weg. Das ist nicht sinnvoll. Moment. Wie ist es auch so? Ne, du bist ja. Ist alles gut. Wo kommst du denn hier? Antwerpen. Ach, das ist. Werpen ist dann doch zu klein. Kommen wir hier weiter nach Posen. Hier oben haben wir Danzig. Da ist auch klein. Gehen wir noch nach Dänemark. Ne, wo ist die Karte dann zu Ende? Ne? Also Kopenhagen wäre eine Möglichkeit mit einer Fähre quasi. So, hier ist aber jetzt auch wirklich die Messe gelesen. Ne? Hier, da haben wir das. Essen wächst und gedeiht. Da könnte man den Bahnhof nochmal erweitern. Köln ist. Metz wäre noch eine Möglichkeit. Hier von Brüssel weiter nach Metz. Die Mosel runter. Das machen wir auch. So, ein weiter Weg. Da haben wir sowieso schon die. Pläne in der Schublade.
So, dann müssen wir hier über, was ist das, müsste die Mars sein. Und dann hier nach Metz, also hier hin. Oh, das passt ja perfekt. So, jetzt können wir auch warten, bis wir dann mal die Mittel haben. So, hier Metz. Ja, wo setzen wir es hin? Hier haben wir noch ein bisschen die Kohlebergwerke im Elsass. So, was macht denn hier unser... Sehe ich das nicht eigentlich? Was ist denn hier eigentlich? Ach, das ist... Berge. So, ach so, hier müssen wir eine... Depot. Da haben wir noch ein bisschen Wolle. So, kann Stettin mit Wolle umgehen oder mit... Was ist das hier? Das ist eine Fabrik. Die Fabrik macht aber was anderes. Die Fabrik macht euch für Stahl. Ne, das ist nicht das, was ich möchte. Theoretisch nimmt sie alles an. Kann ihr einfach Wolle immer hin und her liefern. Das machen wir auch. Wir bauen hier in Rostock. Bahnhof erweitern. Noch eine neue Lokwerkstatt. Da haben wir ein bisschen Geld verschwendet. Ist aber nicht so schlimm. So, bauen. Neuer Zug. Unser Standardzug, die V200 in Rostock. Der bringt einfach Wolle und Salpeter nach Stettin. So, du fährst nach Stettintal. Hier hin nach Stettin. Machst das mit. Moment. Nachgucken. Also. Fangen wir erstmal mit einem an. Wolle. Salpeter. Dienstwagen. Du nicht. Salpeter. So. Alles klar. So. Wir sind im Jahre 67, 1,177 Millionen. Sehr gut. Betriebsgewinn knapp 800. Ja, ist gut. So, aha. Stettiner Stadtrat stimmt 5 zu 1 zugunsten von der niederrheinischen Transport AG. Ah, Stuttgart-Frankfurt ist das. Ja. Nur Rekorde. Es purzeln die Rekorde hier am Niederrhein. Hervorragend. Ich weiß gar nicht, wann dieser Tarifkrieg entschieden wird. Ach, Mensch. Das kann doch nicht wahr sein. Machst du doch mit Absicht. So, in Dijon. Dem Krieg. Ja. Tja. Aber so wird die Brücke noch nicht gebaut. Tja, dann ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? So, den Wolle-Service aufgenommen, wunderbar. Wir könnten Hamburg nochmal jetzt mit aufnehmen. Hier. Die haben einiges an Fabriken. Hier ein Bahnhof. Neuer Bahnhof. Oh, ihr Hamburger, ihr habt es euch verdient. Ah, Wolle. So, wir haben halt nur keine... nichts zum Verarbeiten. Wolle. So, da tuckert
unser Express mit der Wolle. Das Geld spielt keine Rolle, da geht es nur um die Ware an sich, also um die Lieferung. Warum ist ein Weingut im Norden von Bremen? Magdeburg mit Hannover? Hannover ist doch... Okay, Hannover interessiert uns ja eh nicht. Also war gleich alles weg, ne? Hier oben. Amsterdam. Lille, hier ist noch eine Chemie. Könnte dich selber mal so eine Industrie setzen. Ne? Also wenn wir mal sagen, wir machen jetzt hier auch auf Wolle. Wenn wir jetzt hier sagen, in Osnabrück, wir können ja hier sagen, wir bauen einen neuen Industriestandort. Um hier wir gucken mal, was bräuchten wir? Wir haben Wolle. Und das gucken wir jetzt mal eben nach. Also Wolle muss in die Textilfabrik und Textilfabrik in die Stadt. Das kann der gleiche Zug machen. Das finde ich eigentlich ganz charmant. Saragossa mit Madrid. Okay, der ist jetzt wirklich in der Spanien angekommen. Also wir möchten jetzt hier eine Textilfabrik. Machen wir das mal. In Osnabrück. Komm. Wie geht das denn? Geht das nicht so? Nein, das ist der Standort. Textilfabrik. Kann ich die denn hier nicht setzen? Nein, das ist der Standort. Dann kann ich ihn hier nicht hinsetzen. Können wir einmal Folgendes machen. Wir rufen mal den Makler an. Kaufen jetzt keine. Wir zahlen mal 500.000 Obligationen zurück. Dann haben wir nämlich keine Zinsthemen mehr. Wenn wir das in Essen machen. Also da haben wir jetzt kein Geld mehr. Aber was ist das denn hier? Hier ist doch nicht. Hier. Da ist sie doch. Hurra, Textilfabrik. So. Einen neuen Zug, bitte. Neuer Zug. Natürlich die zuverlässige V200. Die kann aus Antwerpen kommen. Und dann handeln wir noch mit Wolle. In Hamburg auch noch Wolle abholen. Und sogar in Antwerpen. Also keine Waggons. Du fährst nach Burg. Du fährst nach. Da müssen wir dann nur noch Gleise ergänzen. Dann fährst du nach Essen. Und dann fährst du nach Osnabrück. So, also in Hamburg. Zweimal Wolle bitte. Hannover ergänzen wir nochmal zweimal Wolle. Macht 4. Da können wir 5 machen. Nochmal eben. Das ist wahrscheinlich zu klein. Wir lassen es mal so. Essen aus der Wolle wird Textilien. Wahrscheinlich Tuch oder sowas. 5. Nein. Da unten soll der Textilwaggon hin und hier soll der Wollewaggon hin. In Osnabrück hast du einen Dienst. Kannst du besser nach Osnabrück? Fahren wir das nach. Ist das ja Quatsch, dass er hier nach Osnabrück. Wow, aber dann ist er schneller. Nee, dann ist er schneller und von Essen nach Osnabrück, von Osnabrück dann zurück nach Hamburg an den Hafen geht dann schneller. Weil er dann noch, also ohne Waggons fährt.
So, du bist natürlich auch ein Platzkartenzug. Ja. So, können wir hier noch irgendwas retten mit der Verbindung hier, die wir hier angefangen haben? Nicht so richtig, ne? Nicht so richtig. Tja. Wir müssen Hamburg auch noch ausbauen. Und wir müssen Essen brauchen wir noch einen Umstellbahnhof, genau. Damit das mit dem Rangieren schneller geht. Der Wollwaggons, genau. Sehr gut. Hier entsteht auch Wolle, ne? Wir brauchen hier auch noch mal mehr. Muss man noch mal ein neues Signalwerk hin. So in Brüssel nicht. Zwischen hatten wir ja schon eins gebaut. Amsterdam, da oben der Zipfel reicht. Hier ist die Frage, ob wir hier nochmal eins zwischensetzen. So, wie sieht es hier hinten aus? Der. Ach, da ist ordentlich Verkehr. Zwei Züge passen auf die Gleise. Weiter geht's. Sehr gut. Eigentlich reizt mich ja Kopenhagen, ne? Da fahren wir gleich auch noch hoch. Gucken, so, müssen wir hier hoch. So, Ende der Fiskalperiode. Jetzt wird spannend. Also 1,16 Millionen. Sehr gut. 767.000. 770.000. Wir haben keine Anleihen mehr. Ist auch gut. Ja, 6 zu 0. So, bitte. Hier. Also, wir haben Post. Abgeholt. Es geht nur um abgeholt, gar nicht um geliefert. Aha. Na, ist ja nicht schlimm. Wir können ja dann dieses Stettin-Ding da nutzen. So. Also. Damit kann der Kollege die Stadt verlassen. Alle anderen Eisenbahnen müssen sofort Stettin verlassen. Vielen Dank. Ah, nur gute Nachrichten für die Aktionäre. Die Aktie wird geteilt sogar. 120.000, da könnten wir jetzt mal auch investieren. So, jetzt müssen wir aber hier den nicht, sondern den hier. Du bist jetzt ja überflüssig. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen neu sortieren. Moment, wir machen mal hier, Moment, Spielgeschwindigkeit auf ein.